denn das? Wer weiß denn sowas? Das erste Mal live mit Oliver Welke und Fabian Köster. Jetzt und auch die nächsten 25 Stunden. Let's go! Der Sendung, als ich mich sehe. Achso, hier, so. Achso, ich dachte. Das ist live. Dass wir laufen. Das hat nicht geprobt. Also es sind nicht nur jetzt die neuen Folgen ab heute hier im Ersten zu sehen. Nein, wir sind das allererste Mal mit Wer weiß denn sowas live im Fernsehen. Es gibt viele gute Gründe, warum man mit Quizshows normalerweise nicht live geht. Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal alles anders. Richtig. Weil wir sind nicht nur live, wir sind die nächsten 25 Stunden live. Das heißt, wir sind die nächsten 25 Stunden hier im Studio. Ohne Pause, ohne Schlaf. Mit diesem Publikum, diese 120 Menschen haben sich auch vorgenommen, mit uns die nächsten 25 Stunden hier zu verbringen. Jede Stunde kommen zwei neue Gäste. Jede Stunde wird ein Team gewinnen, kann man Geld erspielen. So ist der Plan. Das ist der Plan. Und wir werden dann schauen, wie viel Geld dann in den nächsten 25 Stunden zusammenkommt. Ja. Wie viel Geld haben die beiden Teams erspielt. Das ganze Geld wird dann nochmal verdoppelt. Und das geht dann auch noch an einen guten Zweck. Also heute ist wirklich für jeden hier was dabei. Aber wir gehen es an. Oh ja. Wir sind jetzt bis ca. 19:45 hier im Ersten zu sehen. Aber parallel in der ARD-Mediathek läuft schon der Livestream. Direkt einfach nur auf die ARD-Mediathek gehen, live. Und da sind wir direkt zu sehen. Und das eben auch durchgängig. Die nächsten 25 Stunden bis morgen Abend 19 Uhr. Ja? So. Ach schön, ich bin kurz eingeschlagen. Ihr nehmt Platz, wir legen los. Jetzt wir müssen heute ein bisschen Gas geben. Das wird viel schön. Spaß. Man hat mir als Backup ein Kabel. Hallo, auf viel Spaß. Viel Spaß. Ein spannendes Experiment. Sehr gut. Als allererstes schauen wir natürlich jetzt mal wie gewohnt auf die Publikumsverteilung. Wie viele Zuschauer haben sich hier entschieden für welches Team? Und das bleibt ja auch so, man kann nicht zwischendurch wechseln. Ja. Hinter jetzt in der ersten Runde Oliver Welke und Bernhard sitzen 71 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Team Elton, Fabian Köster und Elton, 51. Also auf der Elton-Seite ist definitiv ein bisschen mehr Platz zum Schlafen. Dafür ist bei Bernhard gemütlicher. Wir legen los, erste Runde. Hier sind die ersten 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Wir haben heute weniger Zeit. 12 Kategorien in Runde 1. Am Grill. Wahnsinn des Tages, Trick 17, tierisch-tierisch, auf Reisen, das Fragezeichen, unser Körper, das Wetter, Supermarkt, Musiker, Backstube und Pech gehabt. Ich sag's nochmal dazu, wenn Sie ein bisschen entwöhnt sind. Jede richtige Antwort 500 Euro. Beide Teams haben einen Publikumsjoker, sofern einer wach ist. Für die späteren Sendungen dann. Jetzt muss es noch klappen. Und ihr könnt jetzt auswählen, weil ihr habt mehr Zuschauer und Zuschauer hinter euch. Wir bereiten uns direkt auf das vor. Unser Körper. Damit fangen wir an. Verfall. Unser Körper, die erste Frage heute. Erzählen Menschen während eines Verhörs Lügen, sind in der Regel die A. Hände weit vom Körper entfernt, B. Mundwinkel nicht auf derselben Höhe oder C. Füße Richtung Ausgang gerichtet? Mir gefällt ja spontan C, weil das so ein Fluchtreflex bedeuten würde. Ne? Man weiß, man lügt und wenn man erwischt wird, will man schnell weg. Aber es ist wiederum auch ein bisschen... Ich guck gerade, wie deine Füße... Immer zum Ausgang. Immer zum Ausgang. Deswegen ist es nicht C. Guck mal, aber wie würde das aussehen, wenn ich angenommen... Ich würde sagen, Bernhard, ich finde, du bist mit Abstand der Beste in dieser Sendung. Was soll das für eine Geste? Also das wäre doch ein bisschen sehr auffällig, oder? Naja, aber das oder? Mein Gefühl sagt ja B. Also das ist dieses, ich freue mich total, dass du hier bist, zum Beispiel. Also nur natürlich ganz gleich, weil du dann mehr mit dem Denken arbeitest als mit der Emotion. Oder weil vielleicht die linke gegen die rechte Gehirnhälfte arbeitet. Ja, deshalb würde ich auf B gehen. Ja, finde ich gut, überzeugt mich. Ja. B? Wir nehmen B. Alles klar. Erste Antwort heute in dieser Sendung. Antwort B. Menschen sind in einem Verhör einer enormen Stresssituation ausgeliefert.
Um sie als Lügner zu enttarnen, wird besonders auf Sprache, Mimik oder Augenkontakt geachtet. Genauso aufschlussreich sind allerdings die Füße. Sie sind nämlich eine Art Frühwarnindikator der Aufmerksamkeit und zeigen oft in die Richtung, in die eine Person lieber will. Fühlen sich Verdächtige im Verhör also in die Enge getrieben, zeigen ihre Füße häufig in Richtung Ausgang oder zumindest vom Gegenüber weg. Das Gleiche gilt auch, wenn wir unangenehmen Gesprächen entkommen wollen. Die Schwiegermutter. Ja, ich hatte recht. Ja, du hattest recht. Es ist Antwort C. Leider falsch. Ich sage nur so viel, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Ist nicht euer Tag offensichtlich. Läuft. Ich glaube... Ja, genau also, das nehmen wir. Ja, genau. Was denn? Ja, am Grill. Am Grill natürlich. Was sonst? Auf dem Grill bezeichnet der Sweet Spot die Stelle, A, auf der fertig gegartes Fleisch liegen kann, ohne zu verbrennen, B, die nach dem Grillvorgang am leichtesten zu reinigen ist, oder C, bei der die Wärmeeinwirkung auf das Essen am gleichmäßigsten ist. Also spontan würde ich jetzt schon mal B ausschließen. Ja. Weil das macht für mich keinen Sinn. Was für ein Grilltyp bist du? Ich war lange Kohlegrill. Und jetzt bin ich aber Gasgrill, weil man damit auch, wie als guter Deutscher es sich gehört, auch im November noch grillen kann. Niemals abgrillen, immer durchgrillen. Kann man denn mit Kohle nicht im November grillen? Ja, aber das, denn, es ist ja draußen Gas kalt. Gas ist nicht grillen, Gas ist kochen. So, jetzt zu deinem Grill-Know-how, Elton. Also B würde ich auch aufschließen. Auf die fertig gegartete Fleisch liegen kann, ohne zu verbrennen. Das gibt es natürlich, das ist da oben. Aber warum heißt es nur Spot? Was ist denn bei der Wärmeentwicklung, auf das Essen am gleichmäßigsten ist? Es gibt doch dieses runde Ding. Also wenn du einen Gasgrill hast, auch, da hast du ja deine... Obwohl, ist das vielleicht das was zum Einsetzen? Ne? Ich glaube, da kannst du... Ich weiß, ich kenne mich mit Grill leider gar nicht aus. Und warum wolltest du es nehmen? Ich dachte, du freust dich drüber. Ich würde C sagen. Ja, lass uns noch mal über A kurz nachdenken. Fertig gegartes Fleisch. Aber es soll, nur ja, kurz. Soll ja nicht verbrennen. Bist du wirklich für C? Na gut, dann nehmen wir C. Nehmen C. Wenn das jetzt nicht richtig gut läuft, dann habe ich Sorgen über den Verlauf der weiteren Stunden. Der Sweet Spot ist auf dem Grill zu finden. Er bezeichnet jenen Punkt auf der Grillplatte, auf dem die Temperatur am höchsten und die Wärmeeinwirkung auf das Fleisch am gleichmäßigsten ist. Wo genau der Sweet Spot zu finden ist, hängt von der Beschaffenheit des Grills sowie von der Entfernung der Kohle zum Rost ab. Das ist richtig. Das ist doch beim Kohlegrill, gibt es doch diesen Ring, wenn du das Fleisch darauf packst. Nächste Kategorie. Trick 17. Trick 17. Um einen Pflanzkübel aus Terrakotta vor Kalkablagerungen und Frost zu schützen, sollte er A. nur mit sandhaltiger Blumenerde genutzt werden, B. mit Bambusstöcken ausgelegt werden oder C. von innen und außen mit Leinöl eingepinselt werden. Wer macht sich denn die Arbeit? Ich tue die in den Keller im Winter. Ja. So. Was passiert, wenn ich nur sandhaltige Blumenerde nutze? Es geht doch bei Frost- und Kalkablagerungen darum, dass die Feuchtigkeit in der Erde nicht auf das Terrakotta übergeht oder die Terrakotta. So verstehe ich es auch, ja. So. Ich finde, das reicht an meiner Unterstützung. Jetzt kannst du... Du hast eine super Vorlage gegeben. Ich muss nur noch verwandeln. Ja. Genau. Toll. Ich sag dir aber nicht, wo der Ball liegt. Ey, alles, was mit Pflanzen zu tun hat, da schlafe ich schon ein, während ich mir selber die Frage vorlese. Ich kann dich beruhigen, es hat nichts mit der Pflanze zu tun. Ja. Es geht um den Topf. Aber schon das Wort Pflanzkübel stoßt mich so ab. okay. Die Frage sandhaltige Blumenerde. Ich meine, was unterscheidet sich denn jetzt? Warum hilft mir Sand, ein Sandanteil in dieser Erdemischung? Warum hilft mir das? Also mit Bambusstöcken klingt es natürlich einfach beim Frostschutz, weil ich dann einfach ein bisschen Fläche habe zwischen der maximalen Kälte von unten. Aber was hat das mit Kalk unten, zu tun? Ja. Nur, dass ich das ganz kurz anrege, das wäre eine Publikumsfrage. Ja, ja. Ne? Ja, kannst du, dass da irgendwer so einen grünen Daumen hat hinter uns oder so. Ne? Also hat jeder Gaumen ist offensichtlich grüner als deiner. Wir haben 70 Leute, da muss doch einer dabei sein, der sich mit Terrakotta-Töpfen auskennt. Guck mal, wo die Füße hin zeigen. Ich darf mich nicht umdrehen. Nee. Ich darf mich nicht umdrehen. Wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Ja, das ist gut. Wenn du keine Ahnung hast, ich bin dran. Dürfen wir uns jetzt umdrehen? Ja, jetzt dürfen wir. So, wo zeigen die Füße hin? Scheiße. Ja. Wer hat Ahnung?
Bitte. So. Ah, aber das so. War... Ja. Die Terracotta-Erfahrung. Hallo, wie heißt du? Hallo, ich bin Kaya, ich komme aus Neuss, Nordrhein-Westfalen. Warum bist du hier, Kaya? Ja, ich kann eh nicht schlafen. Ja. Auch rein. Jeder hat hier seine eigenen Gründe. Genau. Kaya, Terracotta-Töpfe hast du irgendwo stehen? Nö, keine Ahnung. Aber? Da ist ja keiner aufgestanden. Ja, dann? Und was? Da ich ja eh nicht schlafen kann, habe ich gesagt, steh mal auf. Ja. Also ich würde sagen, das ist das Öl, also das Leinöl, damit das Terracotta sich nicht mit dem Wasser vollsaugt, weil der Frost würde dann eben, deswegen springt ein Topf, also Leinöl. Antwort C. Antwort C. Sagt Kaya aus Neuss. Die hat bestimmt recht. Hoffen. Pflanzkübel aus Terracotta sind anfällig für weiße Kalkablagerungen durch Gießwasser. Um diese zu verhindern, können die Kübel vor der ersten Nutzung von innen und außen mit Leinöl eingepinselt werden. So werden die Poren des Tons verschlossen, damit kein Wasser eindringen und Kalk sich nicht ablagern kann. Durch diese natürliche Imprägnierung, die jährlich wiederholt werden sollte, ist der Pflanzkübel auch weitgehend frostfest. Perfekt, Kaya. Vielen Dank. Die erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro für Team Bernhard. Nächste Kategorie. Wir sind für Wahnsinn des Tages. Mit welcher Marketingkampagne sorgte Litauens Hauptstadt Vilnius 2018 für Aufsehen? Sie bezeichnete sich als der G-Punkt Europas. Sie inszenierte sich als Ursprungsort von Schnitzel, Gyros und Sushi. Oder C, die Kathedrale wurde umbenannt in Super Church 3000. Hast du schon mal was davon gehört? Tatsächlich nicht, aber ich glaube, du bist doch dann da eher so ein bisschen involviert, in Anführungszeichen. Ja. Ja, dann... Weil, warum? Also sagen wir so, ich tendiere zu A. Zum G-Punkt Europas? Ja. Ja. Hast du eine Begründung oder findest du einfach geil? Sag mal, was... Also ich finde Super Church 3000 finde ich langweilig. Also warum sollte das so eine richtig geile Kampagne sein? Und sie inszenieren sich als Ursprung. Bei uns kam das Schnitzel Gyros Sushi zuerst, finde ich jetzt echt ein bisschen. Und wir sind der G-Punkt Europas, finde ich schon ein bisschen ja. sexy. Ja. Ja, kommt in unsere Stadt. Ja. Hier kann man Spaß haben. Ja. Aber es ist? Nee, du hast mich überzeugt. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Doch schön, wenn du so eine Wirkung auf junge Menschen hast. Um ihre Popularität als Reiseziel zu erhöhen, startete die fast 700 Jahre alte litauische Hauptstadt Vilnius 2018 eine Marketingkampagne. Sie ließ Werbespots produzieren, in denen junge Touristen voller Ekstase Sehenswürdigkeiten der Stadt bewundern. Wie etwa die St. Annenkirche oder das Street-Art-Kunstwerk Milos Paperbirds. Den Hintergrund ihrer Euphorie erklärt der Slogan der Kampagne Vilnius, der G-Punkt Europas. Auf einem Plakat ergänzt mit dem Zusatz, niemand weiß, wo er ist. Aber wenn man ihn findet, ist es fantastisch. Also, 1000 Euro. Nächste Kategorie. Da will ich hin, auf Reisen. Ja. Vielleicht geht's ja nach Litauen. Es riecht nach Erdkunde. Und vielleicht geht es um eine Marketingkampagne. Auf Reisen. Mhm. Der größte Anteil an Hotelbuchungen in Europa wird A. online und offline direkt beim jeweiligen Hotel vorgenommen, B. über Online-Reiseportale abgewickelt oder C. persönlich im Reisebüro getätigt. Also was man sehr schnell ausschließen kann. Ausschließen ist auch sofort C, oder? Geht noch irgendwer irgendwo hin? Ins Reisebüro? Nein, ne? Na, jetzt muss man sich also tendenziell zwischen A und B entscheiden, ne? Ich meine, also, wie machst du es denn, Bernhard? Also, alles. Und nehme dann vor Ort das Schönste und die anderen werden storniert. Ja. Da freuen sich die Hotels auch immer. Das kannst du einmal machen pro Ort, dann spricht sich das rum. Da hängt dein Steckbrief in der Rezeption. Also, bei mir ist das alles online. Online und offline, direkt beim jeweiligen Hotel. Das heißt, der Großteil der Buchungen ist in den Hotels direkt. Genau. Ah, das zum Beispiel würde eher passen. Also ich mache das nicht alles über ein Reiseportal. Ja. Weil du denkst, dass die mitverdienen wollen, oder? Nee, weil ich ja oft weiß, in welches Hotel ich gehe. Also die ganzen Geschäftsreisen machen das, glaube ich, nicht über... Ich mache auch lieber direkt beim Hotel. Also es ist nur meine persönliche Vorliebe. Aber ob das mehrheitsfähig ist, das weiß ich natürlich nicht.
Ich würde, also deswegen, wenn ich nach meinen Angewohnheiten gehe, würde ich auch A nehmen, aber vielleicht finden die Leute Reiseportale toll, weil man da noch mehr Vergleichsmöglichkeiten dann auch gleich mit dabei hat. Kein Schimmer. Du würdest nur C ausschließen, ne? Was dann wahrscheinlich richtig ist, wie so oft. Okay, also A oder ja. B. Wir halten A, wir machen A. Wir machen A. Aber B könnten wir uns vorstellen. Ja, hilft uns das weiter? Nee. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Ja. Für was würdest du dich denn entscheiden? Weil meine Entscheidungen waren bisher falsch. Mhm. Also meine erste Entscheidung. Sag schon mal, was deine erste Entscheidung ist. Meine erste Entscheidung wäre B natürlich. Nehmen wir A. Nehmen A. Ganz neue Nein. Taktik bei Team Bernhard. Antwort A. Sie sagen online und offline direkt. Ich würde B nehmen, nehmen wir A und dann noch. Sehr gut. Hotel- und Reisebuchungen finden häufig online statt. Im Jahr 2021 wurden rund 60% der europäischen Hotelbuchungen laut Gaststätten-Dachverband aber nicht über Online-Reiseportale abgeschlossen, sondern direkt bei den Hotels, bei denen die jeweilige Übernachtung stattfand. Entweder über die Website des Hotels, per E-Mail, Telefon oder klassischerweise vor Ort an der Hotelrezeption. Die restlichen Buchungen verteilen sich unter anderem auf Reiseplattformen oder Reiseveranstalter. Ja, sehr gut. 1.000 Euro. Wir machen das Ding dann. Ja. Zweite richtige Antwort, aber ihr seid immer noch in der Vorhand. Supermarkt, ja. Yep. Eier aus dem Supermarkt mit der Kennzeichnung aus Freilandhaltung. A. Können von Hühnern stammen, die vorübergehend nur im Stall leben. A. Lassen sich an der Farbintensität der Schale erkennen. Oder C. Müssen ab 2023 nicht mehr versteuert werden. Also hier würde ich B wieder ausschließen. Ja, das ist komisch, ne? Also ich glaube, das hat mit dem Futter oder irgendwas zu tun. Ja. Okay, B raus. Können von Hühnern stammen, die vorübergehend nur im Stall leben. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so eine Ausnahmeregelung gibt. Wenn es viel geregnet hat zum Beispiel, genau. Der Boden ist zu schlammig, dann dürfen die mal zwei Tage, drei Tage sich abtrocknen und dann abtrocknen. Wieder raus. Gut. C wäre mir neu. Also habe ich auch noch nie gehört. Und also klar gibt es da eine Steuer drauf, aber das ist wahrscheinlich die normale Grundsteuer für Lebensmittel. Und dass dann nur Freilandhaltungen nicht mehr versteuert werden, also von wem vor allen Dingen? Vom Bauern? Hey, wir nehmen A, ne? Wir nehmen A, ja. Ja, wir nehmen also, A. Die Frage musst du ja auf jeden Fall merken, die kannst du dem Landwirtschaftsminister demnächst mal stellen. Bei stimmt. Gelegenheit. Mal gucken, ob der es weiß. Ja, genau. Ihr habt A eingeloggt. Wenn Virusinfektionen wie beispielsweise die Vogelgrippe grassieren, kommt es vor, dass eine sogenannte Aufstallpflicht verhängt wird. Dabei handelt es sich um eine behördliche Anordnung, dass Tiere, die sich normalerweise unter freiem Himmel bewegen können, in überdachten Stallungen gehalten werden müssen. Bei Hühnerhaltung dürfen die produzierten Eier dann in einem Zeitraum von bis zu 16 Wochen trotzdem als Eier aus Freilandhaltung verkauft werden. Bester Einstieg. Drei Fragen, drei richtige Antworten. 1.500 Euro für Teamhalten. Okay, also ich würde das Wetter nehmen und du? Kategorien. Dann nehmen wir tierisch. Irgendwann geht's schief. Sehr schöne Frage auf jeden Fall. Männliche Skorpione mit Verstopfung. Ah, wenn es so schon anfängt. Ah, können fast doppelt so groß werden wie ihre Artgenossen. B, haben langfristig Nachteile bei der Fortpflanzung. Oder C, werden vitaler, je länger die Verstopfung andauert. Das ist ja fantastisch. Ich bin froh, dass wir über dieses drängende Problem endlich mal reden. So, aber jetzt. Ich bin froh, dass du nicht sagst, ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Komm, jetzt kommt ein Skorpion mit Verstopfung rein. Genau. So ein Riesen. Ja. Also ich meine, wird er dann größer als die anderen wegen der Verstopfung? Also nein. Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Also dass sie fast, wenn sie doppelt so groß werden wie ihre Artgenossen. Vorübergehend dann hätten sie, oder dauerhaft? Ja, also ist ja nur aufgebläht. Ja, die haben doch so ein Exoskelett. Und doppelt so groß ist echt viel. Meine ich. Also das platzt dann und wenn, dann hätten die auch einen Vorteil und dann würde sich die Verstopfung als evolutionärer Vorteil durchsetzen. Ja. Und Nachteile bei der Fortpflanzung, meinst du, dass sich das unter den Weibchen rumspricht und die das unsexy finden? Naja, es könnte natürlich sein, dass das Kloakentiere sind. Und jetzt wird's richtig sexy. So. Ja. Das heißt, dass da kommen aus einer Körperöffnung alles. Gott! Ja. Okay. Du hast die. Ich wollte das Wetter haben. Da geht's um Regen und Sonne. Ja, hast du und recht. Hier geht's um Verstopfung und Fortpflanzung. Ich wollte das was ist dein Thema. Ich wollte was zu Verstopfung beantworten, genau.
Und guck mal, werden vitaler, je länger die Verstopfung andauert. Das klingt ja erstmal bescheuert, weil denkt... Ganz ehrlich, nach 3 Monaten Verstopfung sind die nicht mehr vital. Da können wir ja die Extremwertbetrachtung nehmen. Ja, ja. Okay. Jetzt wird es aber doch autobiografisch, ne? Das, ja, ja, deshalb würde ich jetzt hier... Ich würde B sagen. Also, was nimmst du? Nimmst du A oder C? Ich kann nicht jedes Mal was anderes nehmen. Ja, aber was wären denn zum Beispiel die Nachteile bei der Fortpflanzung? Das wäre das, was du eben meintest. Dass das, ja, halt, dass das eine gemeinsame Körperöffnung ist. Ja, ist eklig, aber klingt noch am sinnigsten. Das, warum sollte man vitaler werden, wenn man lange Verstopfung hat? Das Gegenteil müsste doch der Fall sein. Das heißt, oder ist man gut durchblutet dann? Wofür entscheidet ihr euch? Ich entscheide mich für B. Ja, dann machen wir das, komm. Okay. Du bist nicht so hundertprozentig überzeugt. Nein. Oh. Einige Skorpionarten können ihren Schwanz abstoßen und so Fressfeinden entkommen. Dabei entledigen sie sich nicht nur ihres Stachels, sondern verlieren auch den hinteren Teil ihres Verdauungstrakts, einschließlich des Anus. Da der Schwanz nicht nachwächst, können sie ihren Darm nicht mehr entleeren und bekommen Verstopfung. In Laborexperimenten fand ein brasilianisches Forschungsteam heraus, dass sich dies langfristig negativ auf die Bewegungsleistung von Männchen, aber nicht von Weibchen auswirkt. Männliche Skorpione mit Verstopfung haben deshalb größere Schwierigkeiten, empfängliche Weibchen zu finden und somit Nachteile bei der Fortpflanzung. Ja, sag ich doch. Perfekt erklärt, 1500 Euro. Natürlich, wenn da steht männliche. Ja, ja, ja. Wir nehmen Pech gehabt. Ja. Nachdem ein Dieb im August 2022 in Bottrop einen Supermarkt beraubt hatte, A, wurde er auf der Flucht selbst überfallen, B, verwechselte er ein Taxi mit einem zivilen Polizeiauto oder C, blieb er beim Herauslaufen in der Schiebetür stecken. Also ich finde auf jeden Fall, Pech gehabt passt sehr gut. Mhm. Also ich B wieder ausschließen, ja, oder? Weil wenn man einen Überfall vorbereitet, dann nimmt man ja kein Taxi danach. Nee, das wäre blöd. Und vor allen Dingen ein Überfall. Wollte ich gerade sagen, ein Taxi erkennt man ja an der Farbe oder an dem Schild. Wenn er ein privates Taxi bestellt hat und da einsteigt, ist ein bisschen komisch. Ja. Wurde er auf der Flucht selbst überfallen? Das ist schon sehr unwahrscheinlich, finde ich. Also, ja. Ich glaube, ich tendiere zu C. Bin ich auch für. Ich meine, die Frage ist natürlich, wieso bleibt er stecken? Also die Tür geht auf, dann geht er zu und dann ist der Rucksack hinten. Also wie bleibt man in einer Schiene? Die Frage ist ja, wie viel er mitgenommen hat. Vielleicht ist er mit der Beute stecken geblieben. Ja, also sind wir bei C. Oder glaubst du, er wurde auf der Flucht selbst überfallen? Ja, also, was, also man, er muss ja entdeckt werden. Also glaubst du, der geht zur Polizei und sagt, ich habe einen Supermarkt überfallen und dann wurde ich selber überfallen? Das würde ich gerne mal anzeigen. Ja, das macht so ja gar geht's kein, nicht. Das wir sind ja immer noch in Deutschland. So. Meine Güte. Das macht ja keinen Sinn. Ist ja nicht rechtens. Und B finde ich auch zu blöd, dann bleibt doch nur C. Wir bleiben bei C. Wir bleiben bei C. Was ist da passiert in Bottrop? In Bottrop ereigneten sich im August 2022 2 schwere Verbrechen unmittelbar hintereinander. Ein bewaffneter Dieb hatte an einem Samstagabend einen Supermarkt in Bottrop überfallen und Bargeld erbeutet. Bei der darauffolgenden Flucht wurde der Dieb Zeugen zufolge auf der Straße von 2 anderen bewaffneten Männern abgepasst und wiederum selbst ausgeraubt. Anschließend flüchteten alle 3 Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Ja. Damit steht es jetzt regulär unentschieden. Ja, aber Pech Fragezeichen. Für Bottrop, finde ich. Fragezeichen, das Wetter, Musiker und Backstube. Wir nehmen das Wetter. Das zweite Hochdruckgebiet dieses Jahres ist nach mir benannt. Übrigens. Ist es wahr? Ja, Bernhard hieß es. Achso, ich dachte Hohecker. Okay. Nee. Ja. Warum schlagen Blitze deutlich seltener über dem Meer als über Land? Das ist doch was für dich, Bernhard. A, durch Thermalwinde bilden sich weniger Wolken über dem Meer. B, Meersalzaerosole beugen der Bildung von Gewittern vor. Oder C, höhere Temperaturunterschiede begünstigen einen Druckabbau. Die ist doch wie für dich gemacht, die Frage, Bernhard. Ja, ja, die ist auch, du wirst dich wundern, die ist sogar für mich gemacht. Du hast die geschrieben? Nee, ich muss die jetzt machen. Ach so, ja, das, okay. Das ist allerdings wahr. Also wenn man mal so am Meer war, ich finde nicht, dass da wenig Wolken sind. Ganz gut. Achso, ja, wenig Wolken. Ich wollte gerade, du wolltest die Frage in Frage stellen. Nein, die Frage, ich würde die Fakten hier niemals in Frage stellen. Die Zeit haben wir gar nicht. Über dem
mehr sind weniger Wolken. Nein, ich sage, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das so dass wäre. Dass es so Unterschiede gibt. Ja. Mhm. Aerosole kennt man jetzt aus einem anderen Zusammenhang. Mehr Salz, Aerosole. Beugen der Bildung, nee, von Gewittern vor. B würde ich ausschließen. Ja. Und C würde ich auch ausschließen. Ja? Ich finde das mit den Thermalwinden irgendwie gut. Das klingt total nach einem... Ich finde C irgendwie gut. Und dann in den Wolken bilden sich durch Reibung elektrostatische Situationen, die zu einer Entladung führen. Irgendwer hinter uns geht voll mit bei deinen Ausführungen. Ja. Ja. Das ist der aber eben nein. Ja. Gerade schon. Publikumsjoker ist schon weg. Für die nächsten 5 Sendungen. Ja. Wir nehmen, ich würde annehmen. Ja, dann, wenn du das sagst, das ist ja nun wirklich eine Frage für dich, da halte ich mich für den ganzen Meeresbereich und Winde und Thermal. Du hast doch eine Wetterreportage gemacht. Ja, ne? Aber da war das nicht Thema. Du, nachdem es im Tiefdruckgebiet benannt worden, stell dir das mal vor. Ja. Hochdruck. Hochdruck. Die sind teurer. Siehst du, ich habe nicht zugehört. Ja. Die Länge halten sich länger. Also A? A. A. Ein Team der Hebrew University of Jerusalem konnte 2022 durch die Auswertung von Gewitterdaten erklären, warum Gewitter über dem Meer viel seltener auftreten als über Land. Elektrische Felder, die zu Blitzen führen, entstehen besonders schnell in wasserreichen Wolken. Während kleine Partikel wie etwa Staub in der Luft zur Ansammlung von besonders viel Wasser in Wolken führen, bewirken die etwa 10-mal größeren Salzaerosole über dem Meer das Gegenteil. Auch die Salzpartikel ziehen zwar viel Wasser an, aber dadurch entstehen besonders große und schwere Tropfen. So regnen die Wolken ab, noch bevor es zur Bildung eines Gewitters kommen kann. Okay. Ja, aber hast du nicht zu Ende gedacht? Wir haben nicht zu Ende gedacht. Ja, ich war nur bei A. Ja. Der einen freut, der anderen leid. Es bleibt bei 1500 Aber wir Euro. Haben den Joker wieder. Mhm. Ja? Ja. Backstube. Okay. Backstube. Um Hefeteig für Gebäck unkompliziert zuzubereiten, hilft es, ihn A. mit fettarmer Milch statt mit Vollmilch herzustellen, B. auf Butterbrotpapier zu kneten oder C. in kaltem Wasser gehen zu lassen. Ihr habt ja euren Publikumsjoker noch, ne? Ja. Ja, ich glaube, den müssen wir da auch nehmen. Aber mal kurz nachdenken. Also, Hefeteig unkompliziert zuzubereiten, hilft es ihn mit fettarmer Milch. Warum? Ich würde auch schon wieder B ausschließen. Weil auf Butterbrotpapier zu kneten. Oder meinst du, ist Butterbrotpapier so ölig oder so, dass das irgendwie... Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn du normales Papier, das saugt ja irgendwas weg. Und Butterbrotpapier saugt ja eigentlich nichts weg. Stimmt. Deswegen würde ich B nicht unbedingt ausschließen. Also ich in kaltem Wasser gehen zu lassen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe auch schon mal einen Hefeteig zubereitet. Und das packst du in kaltes Wasser? Das packt man ja nicht in kaltes Wasser. Also würde ich auch ja zugedeckt. Backst du denn ab und an mal? Ich habe schon mal eine Pizza gemacht, ja. 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 Ich meine, ist aber nicht warm gemacht. Ich meine richtig selber. Nee, so eine Tiefkühlpizza habe ich. Ja. Die hast du vorher geknetet? Genau. Ja. Ja. Ich habe aber in kaltes Wasser eingelegt. Genau. Da war sie besonders lecker. Und auch fettarme Milch statt Vollmilch. Also auch da ich ja schon mal einen Hefeteig gemacht habe, da habe ich keine Milch reingemacht. Also so ein klassischer Hefeteig. Wollt ihr was riskieren oder fragen wir das Publikum? Wollen wir B riskieren? Sollen wir B riskieren? Nachdem ich es schon mal ausgeschlossen habe, könnten wir es jetzt riskieren. Ne? Ja, aber das macht... Ja, wir riskieren B. Okay. Dann kommt hier der ultimative Hefeteig-Tipp. Die Zutaten werden zu einem Teig verknetet. Zucker und eventuelle Gewürze werden dabei zunächst nicht berücksichtigt. Der Teigkloß kann dann in einen Behälter gegeben und mit kaltem Wasser bedeckt werden. Damit entfällt der sonst nötige Blick auf Thermometer und Uhr, denn während die Hefe nun die Stärke aus dem Mehl spaltet, entsteht Wärme, die vom Fett gespeichert wird. Die Hefe fängt an zu gären und die entstehenden Gase lassen den Teig nach 30 bis 40 Minuten nach oben schwimmen. Dies ist das Zeichen, dass er herausgenommen und mit den restlichen Zutaten weiterverarbeitet werden kann. Doch, das kalte Wasser. Sag doch, ich schließe B aus. Ja. Wir machen einen kurzen Check. Wer hätte das gewusst? Ja. Oh ja, doch. Ne? Guck mal, drei hätten es gewusst. Hätte gereicht. Ja, ich habe B ausgeschlossen. Ne? Ja, es bleibt bei 1500 Euro. Weiterhin unentschieden. Wir sind uns sowas von einig. Wir sind uns sowas von einig. Zur Vermeidung der Musiker nehmen wir das Fragezeichen. Mit der Formel T. Scheiße. Können wir die Musiker? Oliver, könntest du dich bitte, meine Mutter guckt zu, dich mit deiner Wortwahl etwas zurückhalten? Mutter Hohecker, es tut mir so leid.
Hochecker heißen die jetzt. Hochecker. Die Hocheckers. Mit der Formel T gleich 70 plus 0,5 E plus 15 F minus 10 S lässt sich laut einer britischen Studie berechnen, A, wann sich ein Nickerchen im Arbeitsalltag am meisten lohnt. Ach. B, ab welcher Fahrzeit Kinder im Auto einen Wutanfall bekommen. Oder C, wie groß ein Löffel abhängig von der Suppenkonsistenz sein sollte. Also es ist eine britische, muss ja was sein, was mathematisch irgendwie herleitbar, ja, und es muss, ne? Wir müssen, es sind Briten, es muss das Sinnloseste sein. Da, ja. Das, deshalb kann das natürlich. So, T hatte ich sofort an Zeit gedacht, ja. Ist aber sofort A und B. Mhm. Was könnte denn 70, weiß ich noch, ist einfach nur ein, das ist ein, eine Zahl. Konstante. Ist eine Zahl. Eine Konstante. Ja. Konstante. Mhm. So, E und F minus 10S. E könnte die Entfernung sein. 15F könnte die Stimmung des Fahrers sein. Können wir nicht und S, eine, die können Anzahl wir nicht der Geschwister. Der Schwester. Der Schwester. Ja, ja. Aber guck mal, wenn wir jetzt so mal im Ausschussverfahren rangehen, A, das mit dem Arbeitsalltag, mit welcher Formel will ich das berechnen, wenn es so unterschiedliche Arten von Arbeitsalltagen gibt? Ja. Weißt du, was ich meine? Also wie da kann ich das kann ich doch nicht mit einer mathematischen Formel rangehen. Wenn einer jetzt im Büro arbeitet oder wenn einer Dachdecker ist, kann ich doch nicht die gleiche Formel ansetzen. Ja doch, vielleicht ist E mit Bewegung, F ist, wenn du phonierst und 10 ist, wenn du stehst. Mhm. Also was am ehesten, finde ich, nach Mathe klingt, ist die Nummer mit dem Löffel und der Suppenkonsistenz. Nur, wofür brauche ich dann so viele Faktoren? Das ist doch dann wirklich nur Fläche des Löffels im Verhältnis zum Flüssigkeitsgrad oder Inhalt der Suppe. Da komme ich doch nicht auf diese ganzen Variablen. Vor allen Dingen, was ist, Variablen. Also die Größe eines Löffels sagt ja nichts aus, also kannst du ja nicht mit einem T. Nee. Da müsstest du ja dann quasi eine Fläche haben. Ja. Ist das die Fläche oben, ist das das Volumen oder die Fläche des, ja, Löffels selber? Weißt du, was ich in dieser Sendung ja gerne mache? Was denn? Ich stelle mir mal vor, die Redaktion möchte ja immer punkten mit diesen lustigen Einspielfilmen. Der lustigste Einspielfilm wäre natürlich der Wutanfall der Blagen im Auto. Hat jetzt mit den Zahlen und mit Logik nichts zu tun, aber wäre ein schöner Film, musst du zugeben, Kai. Ne? Ja. Und wofür steht dann E, F und S? Für die Namen der Kinder. Ja. Das hört sich. Die 10-jährige Stefanie, der 15-jährige Fabian. Aber plus der eineinhalb Jahre alte Emil. Ist ja, aber vielleicht ist es ja 70 plus 0,5 mal die Entfernung, ja, plus 15 mal die Fahrzeit, genau, minus 10 mal die Strecke, die man schon gefahren ist. Richtig, ja. Aber wenn es Briten sind, ist es Englisch. Viel Spaß. Richtig. Du musst auch noch andere Maßeinheiten entscheiden. Ja, aber wann denn? Wir könnten die Strategie von vorhin anwenden. Ich sag A und dann nimmst du B. Das hat gut funktioniert. Ich persönlich bin eher so bei... Ja, was ist denn dein Gefühl? Ich bin eher bei A. Ich bin auch eher bei A. Weil, weißt du warum? Ich korrigiere mich gern selbst. Weil das mit der Fahrzeit und den Kindern ist ja noch von viel mehr Variablen abhängig, die sich noch mehr, ja, unterscheiden. Vom Hörspiel. Welche, genau. Manchmal hat ja auch der Fahrer zuerst einen Wutanfall. Weißt du noch, als die Kinder so klein waren, dass man diese idiotischen Kinderlieder hören musste, dann haben die Eltern einen Wutanfall gekriegt. Also, Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina, ich sag dir, nach 500 Metern habe ich Bock auf Sauerbraten. Ja, so ist es. Ja. Wir brauchen eine Entscheidung. Wir rechnen das jetzt mal gemeinsam. Ich bin gespannt, ob jetzt ein Löffel zu sehen ist. Ich habe ein bisschen Angst. Die Formel T gleich 70 plus 0,5 E plus 15 F minus 10 S geht auf Dr. James Hind der Nottingham Trent University zurück. 2022 befragte er 2000 Eltern zum Verhalten ihrer Kinder auf längeren Autofahrten. Im Durchschnitt bekämen diese nach 70 Minuten einen ersten Wutanfall. Jede Minute, die das Kind unterhalten wird, verzögere den Ausbruch um den Faktor 0,5. Die Bereitstellung von Essen könne den Zeitpunkt um weitere 15 Minuten aufschieben. Jedes mitreisende Geschwisterkind würde den potenziellen Wutanfall hingegen um 10 Minuten vorziehen. Super. Also, E steht für Entertainment, F für Food. Und S für Siblings. Also da sind die Geschwister dann gefragt. Wir hatten alles wie auf dem Silbertablett. Ja. Ja. Musiker. Die letzte Kategorie. Tommy Cash
Der kleine Bruder von Johnny Cash war ebenfalls Country-Sänger und A. war Insasse von Folsom Prison, als Johnny dort auftrat. B. spielte den jungen Johnny in der Filmbiografie Walk the Line. Oder C. veröffentlichte einen Song mit dem Titel I Didn't Walk the Line. Ah, hätten wir doch mal eben den Joker genommen. Okay. Ja. War Insasse vom Prison, als Johnny dort auftrat. Das glaube ich nicht. Also, da ich keine Ahnung von Musik habe, glaube ich das auch nicht. Schließ mich dir an. So, er spielt ist ja durchaus musikaffin. Ich weiß nur nicht, wie sehr Country-Musik sein Stil ist. Ja, nicht unbedingt, aber klar, Johnny Cash kennt man natürlich. So, spielte den jungen Johnny in der Filmografie Walk the Line. Ja, kann natürlich sein, ne? Aber das ist so naheliegend. Ja, nimmt man dann den Bruder? Und vor allem, wenn der ebenfalls Sänger ist, dann würde man noch einen Schauspieler engagieren, oder nicht? Ihr habt ja sowieso noch einen Publikumsjoker. Ja, noch Publikumsjoker. Ja, aber ich glaube, wir sind ja live, wir haben noch ganz schön viel Zeit. Ja, ja. Wir haben aber auch noch eine Masterfrage. Meine Damen und Herren, das ist übrigens die erste Sendung. Wenn Sie sich wundern, warum sind wir jetzt schon fast beim Finale? Das ist die einzige Sendung, wo später noch was reingeschnitten wird, damit wir auf eine Stunde kommen. Wir müssen ja gar nicht auf eine Stunde. Die Sendung ist gar nicht eine Stunde. Ja, Vorverdienung. Veröffentlichte einen Song mit dem Titel I Didn't Walk the Line. Ja, ist ein lustiger Gag auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein lustiger Gag. Und vielleicht marketingmäßig könnte es ist kann man das dann gut. Uhr okay, wir nehmen das Publikum natürlich. Ja. Wenn da jetzt keiner aufstehen sollte, beziehungsweise sich keiner meldet. Ich habe aber ein gutes Gefühl, weil in der Regel, ne, die Leute, die hinter dir sitzen, haben ja eigentlich immer Cash. Weil die Leute, die dringend Cash brauchen, die sitzen ja da. Ne? Falls keiner aufsteht, müssen wir uns ja schnell entscheiden. Dann wärst du für? Dann wäre ich für C. Für C, okay. Okay, also, wir haben es gehört. Wo sind die Johnny Cash-Experten? Ja. Hallo. Wie heißt du? Ich bin Kai. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung mit AI oder mit AI. Ja. AI, auch das macht es noch besser, Kai. Woher kommst du? Ich komme aus Garbsen. Mhm. Kennt man, ne? Für alle, die gerne mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs sind. Genau, und die haben eine Autobahnausfahrt. Genau, und eine gute Raststätte. Eine Raststätte auch noch? Eine gute Raststätte. Kai, hast du irgendwie einen Bezug zur Country-Musik? Gar nicht. Mhm. Ihr hattet gesagt, glaube ich, 10, ne? Mhm. Ich würde auch 10 nehmen. Okay. Mit wem bist du heute hier, Kai? Ich bin mal ein Kumpel hier. Okay. Warum seid ihr hier? Ja, das wissen wir jetzt auch. So bist du jetzt schon nicht mehr. Alles klar. Okay, Antwort C. Tommy Cash wurde 1940 in Arkansas, 8 Jahre nach seinem großen Bruder Johnny, geboren. Wie dieser verfolgte auch Tommy eine musikalische Karriere und veröffentlichte diverse Country-Alben. Johnny Cash komponierte im Jahr 1956 den Love-Song I Walk the Line. I walk the line. 1965, 9 Jahre später, konterte sein Bruder Tommy mit der Veröffentlichung seines Songs I Didn't Walk the Line. Indem er von einer gescheiterten Liebe singt. Perfekt. Richtige Antwort, 2000 Euro. Dann gucken wir doch mal auf den Zwischenstand. Das ist ja bisher ist ja die erste Runde. Wir haben ja noch viel heute Abend vor. Gleich kommen die nächsten Gäste. Ne? Und wenn wir mit der Runde durch sind, geht es gleich weiter. Bis ca. 19:45 hier im Ersten. Und der Livestream in der ARD-Mediathek läuft ja auch schon. Ne? Oliver Welke und Bernhard Hoeger haben 1.500 Euro erspielt. Fabian Köster und Elton haben 2.000 Euro erspielt. Und Sie wissen ja, das ganze Geld, was in den nächsten 25 Stunden erspielt wird, wird ja dann nochmal verdoppelt und geht an einen guten Zweck. Und das hier ist der erste gute Zweck, der sich dann morgen Abend freuen darf. Und wir wissen aber noch nicht, über wie viel. Mein Name ist Sebastian Kotte. Mein ganzes Leben dreht sich nur um rote Autos und mit blauen Lichtern obendrauf.
Mein Name ist Kai Wicke. Ich bin Stadtwehrleiter der Feuerwehr Bad Schandau und in meinem beruflichen Leben bin ich Versicherungsagent. Also das Feuer in der Sächsischen Schweiz war am Anfang relativ schlimm. Wo wir dann oben angekommen sind, da hatte ich dann tatsächlich mal kurzfristig ganz schön Schiss. Dort war also überall Funkenflug, Qualm, null Sicht, orangenes, flackerndes Licht vom Feuer. Es sah aus wie eine Feuerwalze, die über uns rüberkam. Wir sind auch nur in die Autos reingesprungen und haben Gas gegeben, sind erstmal weggefahren. Wir sind waldbranderprobt. Wir haben jedes Jahr 2, 3 Feuerchen. Also war es erstmal Routine. Wo dann die Dimensionen erfasst haben, was hier wirklich ist, dass wir 5 Brandherde gleichzeitig hatten, überall durch den Funkenflug, dort mal wieder was in Brand geraten und dort wieder was. Diese Dimension, die war plötzlich nicht mehr zu begreifen. Man hat es auch erst danach verarbeitet. Also danach ist es erst dann gekommen, wo du gesagt hast, Wahnsinn, was man hier eigentlich leistet. Also die Anerkennung von den Bürgern von allen Seiten war relativ hoch. Wie sich unsere Halle mit Getränken, Süßigkeiten, Müsliriegel füllte oder einfach mal ein paar Wechselsachen, das war Wahnsinn. Der Dank war riesengroß. Der war einfach überwältigend, dass jemand auf einen zukam. Machte toll, danke, dass ihr da seid und und. Kinder im Kindergarten, Bilder gemalt. Das war, ja, ich denke mal, das hat auch unheimlich psychologisch geholfen. Ob ich mich als Held sehe? Jein. Für mich, es ist einfach nur, das ist selbstverständlich, was wir machen. Es wurde uns gesagt, wir haben die Heimat gerettet, aber wir machen es, wir sind dafür da. Wir machen es gerne. Also Grüße gehen raus an die Freiwillige Feuerwehr Bad Schandau. Hoffe, ihr guckt zu. Und haben natürlich alle nicht vergessen, was da im Juli dieses Jahres los war im Nationalpark Sächsische Schweiz. Wir werden sehen. Morgen Abend wird abgerechnet. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung, dann sind wir gleich zurück und dann gibt es die Masterfrage. Also dranbleiben, bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Heute ist irgendwie alles anders. Wir sind live heute, meine Damen und Herren. Es ist jetzt genau 18.45 Uhr. Wir haben die ersten 12 Fragen beantwortet. Wir sind auch die nächsten jetzt nicht mehr ganz 25 Stunden live. 24, ne? Ganze Nacht durch. Das läuft alles im Livestream der ARD-Mediathek, aber jetzt auch eben parallel im Fernsehen. Auch die nächste Stunde sind wir hier noch live im Fernsehen zu sehen. Dann kommen gleich mit neuen Gästen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt kommen wir nämlich auf die Masterfrage. Team Bernhard hat 1.500 Euro auf dem Konto, Team Elton 2.000 Euro. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die erste Masterfrage kommt, ist Ernährung. Geht's da um Grillen? Das ist so eine Vitaminfrage. Ja, Ernährung ist... So, während ihr hier tippt, sage ich mal ganz kurz, auch die Zuschauer, die hier mit uns im Studio sind, haben sich ja vorgenommen, die nächsten 25 Stunden hier mit uns zu verbringen. Dementsprechend haben die sich auch ein bisschen Verpflegung mitgebracht. Ne? Da ist immer mal ein bisschen Bewegung. Vielleicht wird dann in der späteren Nacht auch mal die ein oder der andere ein bisschen wegnicken. Das wird hoffentlich hier vorne nicht passieren. Bernhard, tippen bitte. Ja, wir sind fertig. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die erste Masterfrage. In welchem dieser Länder wurde 2021 die größte Menge Speiseeis produziert? A. Frankreich, B. Deutschland oder C. Italien? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Könnt ihr bitte mal im Takt klatschen? Ja, du hast das. Einfach. Bernhard hier. Was ist denn da los? Wirklich. Nur für alle, die zuschauen, das ist die erste Sendung, nicht die letzte. Gar nicht so viel produzieren. Wenn das so schon anfängt. So, beide Teams haben sich für eine Antwort entschieden. Wir schauen aber zuerst mal, was ihr eingesetzt habt. Bernhard Hoecker und Oliver Welke haben gesetzt 500 Euro. Ganz, ganz vorsichtig. Das ist auch, ihr werdet morgen Abend Elton wissen, und warum. Fabian Köster haben gesetzt 1.000 Euro.
Und auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort. B. Team Elton tippt auf. Antwort A. Hui. Bitte. Ja, kann auch sein. Also wir hatten nur Italien raus und dann nach Einwohnern. Also aber die EU-Staaten insgesamt erzeugten 3,1 Milliarden Liter Speiseeis 2021. Von den hier genannten drei Antwortmöglichkeiten ist tatsächlich Italien mit 381 Millionen Liter das Land, das am wenigsten Speiseeis produziert. Das ist schon mal gut. Frankreich 459 Millionen Liter und Deutschland, das ist jetzt die entscheidende Frage und vielleicht auch Antwort, Deutschland hat im Jahr 2021 614 Millionen Liter Speiseeis produziert. Ja! Und damit geht diese Runde an Oliver Welke und an Bernhard. So, das heißt, ihr habt 2000 Euro gewonnen. Nun ist es hinter euch ganz gut voll. Ja, aber da sitzen 71 Personen, aber es sind trotzdem für jeden von euch 28,17 Euro. Egal, wie es in den nächsten Stunden weiterläuft, ihr seid, geht das auf jeden Fall nicht leer aus. Olli, vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ne? Euch noch eine schöne Zeit. Danke, danke. Bleib ruhig einen Moment sitzen. Fabian, danke. Fabian, vielen Dank. Bleib ruhig sitzen. Bleib ruhig noch einen Moment hier. Wir verabschieden uns noch ordentlich. Diese 28,17 Euro natürlich auch an alle, die in der App mitspielen. Drei Gewinnerinnen und oder Gewinner haben jetzt 28,17 Euro gewonnen, auch in den nächsten Runden. Die App ist immer mit am Start. Wenn ihr sie noch nicht habt, ladet sie euch noch schnell runter. Das gibt in den nächsten Stunden ja noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also wir sagen Dankeschön. Gleich geht's weiter. Dann mit Julian Klassen und Tanja Kamaric. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Kurze Pause und dann sehen wir uns zur nächsten Folge.